So, hallo, wir machen vollgefuttert bis oben hin weiter mit Super Mario Maker 2. Ich denke, das ist jetzt auch wieder der vorerst letzte Part. Wir haben so gut wie alles aufgeholt. Also einiges, was ich grundsätzlich mal spielen möchte, wie zum Beispiel die ganzen Level von Airmade und so weiter, das hebe ich mir noch auf. Das machen wir irgendwann anders. Jetzt möchte ich auf jeden Fall noch das eine Level von Frank spielen. Mit den 1%. Wo ist es denn? Da. Das will ich auf jeden Fall noch spielen. Und, ja. Dann sind wir, denke ich, auch schon wieder mit Mario Maker durch. Dann machen wir noch ein bisschen was, um noch die Zeit, die übrig bleiben sollte, zu füllen, bis wir ungefähr bei 20, 25 Minuten sind. Und dann passt die Geschichte. So. Und dann geht's weiter mit diesem Two Mice Went Into a Bar SMW-Hack-Dingens. Das wäre jetzt aktuell zumindest mal. Oh boy, oh boy. Oh Junge. Der Plan. Das habe ich mir gedacht, dass der Sprung nur einmal gut funktioniert. Mist. Okay. Aber wir wissen ja, Frank geizt eigentlich nicht mit Checkpoints, also ich mache mir da keine Sorgen. Wir werden hier recht bald einen Checkpoint bekommen. Und uns dann darüber auch freuen können. Ich brauche die Klaue da oben eigentlich gar nicht. Vorausgesetzt, das Level hat einen Checkpoint. Ne? Aber ich gehe davon aus. Ich wüsste nicht, warum es keinen haben sollte. So, wie gesagt, hier brauchen wir eigentlich die Klaue gar nicht. Aber es ist vielleicht einfacher mit. Es ist vielleicht einfacher mit. Wenn ich diesen Sprung noch ein paar Mal verhaue, hau ich mich. Der ist echt nicht schwierig. Man muss nur ein bisschen Geduld mitbringen, das ist alles. Und dann sind wir ja schon an der Stelle, wo wir immer sterben. Zumindest so gut wie. So. Ja, dann chillen wir hier halt und lassen uns anfallen. Dann passt die Geschichte hier. Oh mein Gott! Auch. Tock. Okay. Ah, in die Röhre. Ach, Batterieleistung ist da. Den letzten Part wird es noch überleben, das Gamepad. So, schnell, schnell, schnell. Okay, zack. Ah, das war ein bisschen fies. Da muss man also dann rüber... Ah! Das muss man erstmal wissen. So. Ich wette, nach der Röhre kommt eine Röhre. Aber... Noch mal, wenn ich dort... Gibt's doch nicht. Hopp, 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 hopp. Zack, zack, zack. Speedrun-Tactics hier. So. Schaffen wir jetzt endlich mal diesen blöden Sprung. Computer sagt nein. Wir schaffen den blöden Sprung nicht. Come on. Schnauf.
So. Wow! Das war jetzt ungünstig. Das war dezent ungünstig. Ach so, mich fallen lassen. Nein! Oh. Mann, ich stelle mich aber auch an. Jetzt geht halt wieder die Ungeduld mit mir durch. Jetzt will ich einfach schnell wieder zur Röhre zurückkommen. Ach! Käse! Ich glaube, das ist echt mein Hauptproblem, diese blöde Ungeduld, weshalb ich dann einfach Quatsch mache. Oh. So, zack. Zack, 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 zack. Plopp, zack, zack. Plopp. Alter, wieso macht man denn Sachen falsch, die man eigentlich richtig macht? Mann, schon wieder. Wieso kann man nicht konsistent Sachen richtig machen, die eigentlich nicht so schwierig sind? Es ist klar, es ist die Konzentration. Was anderes kann es nicht sein. So, rüber! Endlich. Komm, gib mir jetzt den Checkpoint. Das ist nicht der Checkpoint, den ich gesucht habe. Oh Gott, das Ding da wird mich... Da kommt halt echt noch kein Checkpoint, ne? Das ist jetzt wiederum nicht so gut. Dafür kommen wir jetzt sofort da wieder hin. Jetzt, wo es hier noch nicht weitergeht, kommen wir jetzt sofort wieder hin, ist klar. So, ich darf nicht zu weit schwingen, aber auch nicht zu wenig weit. Okay. Ah! Ist ein Sprung danach ist er gewesen. Na gut, das ist okay. Damit kann ich leben. Damit nicht. Sheesh. Okay. Muss man schnell weiter. Hä? Wie habe ich das jetzt geschafft? Alter. Das ist eine knappe Geschichte. Boah, wie komme ich... Wie soll ich denn den machen? Der ist echt knapp. Gibt's doch nicht. Mein Gott, das Level hat 1,5%. Die hat es nicht grundlos, ne? Aber puh... Ich finde, ich stelle mich schon ganz besonders blöde an hier gerade. Oh, nice. Okay, so. Da kann ich jetzt immer ein bisschen chillen. Es geht immer nur eine Dings weg und eine geht hin. Oh, die springt! Die springt. Die hatte Flügel. Oh. Frech.
Habe ich nicht rechtzeitig realisiert. Ich habe es realisiert, aber eben nicht rechtzeitig. Ah, ärgerlich. Und ich wollte noch sagen, ich kann jetzt immer chillen. So viel dazu. So viel dazu. Oh, war das gerade frech. Oh. Meine Nerven. Meine Nerven. Die springt einfach hoch. Oh, dass der so hin und her fahren muss. Okay. Okay. So. Schnell. Ich muss das sofort weiter. Ich habe nicht mal die Zeit, einmal hin und her zu schwingen. Ich muss das sofort weiter. Wieso hat er die jetzt nicht fallen lassen? Essen hier. Dankeschön. Und gleich weiter. Und gleich weiter. Und hier habe ich auch keine Zeit zum Anhalten. Hier kann ich anhalten. Hier kann ich auch anhalten. Schaffe ich das mit einem Sprung? Oder nicht? Ich schaffe es mit einem Sprung. Ich weiß nicht, was jetzt alles kommt. Hilfe! Oh Gott. Der Sprung wird auch ekelhaft. Nein! Alles nochmal. Oh, das ist ein Level. Das ist ein Level. Da brauchen wir die volle Zeit für, von dem Part. Da brauchen wir die volle Zeit für. Boah. Boah, Frank. Da hast du was gebaut. Auch wenn du mich nicht verstehen kannst. So. Gleich weiter. Gleich weiter. Gleich weiter. Gleich weiter. Chill. Okay. Und jetzt einfach den Sprung mitnehmen. Das hat funktioniert. Und wir sind schon wieder hier. Das war gar nicht weit. Wow. Das kam mir viel weiter vor. Ja, sick. Ja, sick. Das kam mir viel weiter vor. Wir haben's. Checkpoint. Ja, okay. Ich hoffe, jetzt kommt hier nichts anderes runter. Okay, das war zum Glück ein einfacher Checkpoint. Ich hatte ein bisschen Bedenken. Jetzt kommt das große Finale. So viel dazu. Aber wir müssen jetzt die ganze Zeit an dem Haken bleiben. Okay. Also nicht an dem Haken, aber wir müssen diesem Haken da sozusagen folgen. Oh nein! Oh, man darf nicht... Oh, das wird auch wieder kritisch. Ich darf nicht zu schnell nach vorne. Auf den kann ich schon drauf. So, da passiert nichts. Aber wenn ich hier zu schnell bin, dann habe ich nicht die Zeit, um am Eis vorbeizukommen. Und jetzt muss ich den... da muss ich noch später los. Da muss ich noch später los. Um die Zeit zu überbrücken, die der da oben braucht. Aber das muss man erstmal wissen wieder. Das ist wieder so eine Sache, das muss man erstmal wissen, bevor man es richtig macht. So. Also möglichst spät abspringen. Möglichst viel Zeit lassen. Und
dann sich wieder greifen. Okay, da runter ist nicht das Problem. Und da muss ich jetzt hin und her. Okay, aber auch das ist nicht das Problem. Aber jetzt muss ich den wieder nehmen. Und das ist das wär's gewesen. Ich bin halt wieder dumm. Also den einfachsten Sprung am Ende versaue ich wieder. Alles davor mache ich richtig. Gönnt ich mich aufräsche hier. Aber das ist einfach. Das kriegen wir hin. Das ist gut. Der Schluss ist das einfachste vom Level. Das muss man auch erstmal schaffen. Sagt, hier geht's einfach nur hin und her. Das sollte auch genug Zeit sein, das immer wieder zu holen. Und jetzt kann ich, glaube ich, sogar hier warten. Und den einfach mitnehmen. Was? Warum? Warum habe ich den Sprung jetzt wieder? Warum? Wie? Wieso? Aua. Da war ich zu schnell. Ich kann mir da wirklich Zeit lassen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Jetzt fehlt mir wieder das Zielwasser. Aber wir kriegen das hin. Okay, jetzt sind wir einmal links vorbei, einmal rechts dran. Jetzt ist auch wieder gut. Okay, das hatten wir auch noch nicht. Ich habe ihn raus, aber bin an ihm gestorben. Das war auch neu. Ich glaube, jetzt haben wir alle Varianten gesehen. Jetzt machen wir wieder die richtige. Danke. Ja, ich kann da wirklich ganz lange warten. Das ist überhaupt kein Thema. Und auch hier habe ich alle Zeit der Welt, um die Gummasprünge zu machen. Wow, jetzt... Ah, da kam der schon wieder. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ja, ja, kriegen wir hin. Oh, das war vielleicht ein bisschen bald jetzt. Nee, passt. Gerade so. Also erst die fallen lassen, dann rüber. Sonst kommen die anderen schon wieder nach. Und das ist dann blöd. Konzentration. Konzentrationes. Ach, nicht schon wieder. Ich meine, in dem Part passiert nichts mehr. Wir schließen das Level noch ab und dann schließen wir erstmal wieder Mario Maker ab. Also, wem das jetzt so lange gedauert. Wisst ihr Bescheid. So, jetzt einfach den Haken nehmen. Danke. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch auf was aufpassen muss oder ob ich jetzt direkt ins Ziel komme. Okay. Den Sprung jetzt noch versauen wäre ärgerlich gewesen. Aber es hat viel zu lang gedauert. Ei. Ja, ja, 8 Minuten ist schon recht. So, aber dann haben wir tatsächlich alles aufgeholt. Außer hier sowas da halt, ne? Was ich aufholen wollte. Und... können uns erstmal wieder SMW widmen. Das heißt, man kann immer mal wieder reingucken. Immer wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parts und so. Und dann wieder zur SMW zurück. Das ist doch erstmal ganz gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss!